Mein Wassermeerschweinchen, mein Wassermeerschweinchen, wo ist es nur hin? Wasserschweinchen, wo bist du? Ich brauche dich, mein Freund. Ach, da bist du. Ja, das ist ja fantastisch. Du kommst jetzt mal mit. Ich weiß, du magst es gar nicht, was wir jetzt vorhaben, was wir jetzt machen. Aber es muss auch mal sein, denn auch Wassermeerschweinchen müssen einmal in der Woche wenigstens ins Wasser und ein bisschen baden gehen. Denn du miefst, mein kleines Wasserschwein. Ich weiß, du willst gleich wieder raus. Okay, einmal kurz abschrubben. So, zack. Okay, das reicht auch schon. Ahoi und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich musste den Kleinen jetzt hier erstmal baden, weil er nämlich schon ein bisschen gestunken hat, wenn wir ehrlich sind, und das reicht hier. Den ganzen Tag hängt er auf seinem komischen Heubad da oben herum. Guck mal hier, so kann sich da ein bisschen abtrocknen gehen in dem Heu. Ich hoffe, das ist jetzt alles wieder in Ordnung. Genau. Und dann fängt es an zu miefen. Ihr glaubt nicht, was das für eine Arbeit ist, hier das Bett von ihm immer sauber zu machen und sowas. Ja, Freunde, ich bin zurück. Ich hatte ja in der letzten Folge von Mini, glaube ich, gesagt, dass ich im Urlaub war tatsächlich. Ich war wirklich ein paar Tage weg und jetzt bin ich wieder back. Das hat sich sogar gereimt. Das fängt schon wieder alles mega cool an. Ich merke gerade, wir kriegen hier ein bisschen Hunger in Mini und ich überlege gerade, haben wir irgendwas zu essen mit dabei? Wir haben nichts zu essen mit dabei. Okay. Wir können jetzt rohen Tofu-Fische essen, aber ich muss sagen, roh habe ich nicht so wirklich Lust drauf. Oder wir machen uns, und das finde ich, ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe nämlich noch Erdnussbutter. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Schneidebrett ist da, Marmelade ist da. Wir können uns nämlich auch ein leckeres Sandwich machen. Und ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an und machen uns hier ein Sandwich. Wenn die Werkbank mal gehen würde. Was ist denn das jetzt? Wieso geht meine Werkbank nicht? Hä? Ich kann mich hier auf die Stufen setzen. Geht mein Ofen? Mein Ofen geht. Warte mal, geht der Ofen? Der geht auch? Geht die Truhe? Die geht auch. Wieso geht meine Werkbank denn nicht? Was ist denn... Leute, was ist denn hier für crazy stuff going on? Lol. Wieso... Okay, warte mal. Ich mach mir einfach mal... Guck mal, hier stehen auch noch ein paar Werkbänke. Ich nehme mir einfach mal eine und stell die jetzt mal hier hin. Die geht. Was passiert hier gerade? Warum geht diese Werkbank nicht? Ist ja absolut crazy. Keine Ahnung, Freunde. Wenn ihr wisst, was mit dieser Werkbank los ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht hat die irgendjemand kaputt gemacht oder sowas? Kann man eine Werkbank eigentlich kaputt machen? Eigentlich nicht, oder? Wartet mal, wenn wir jetzt hier diesen Schüssel nehmen. Oh, doch, wir können was rausmachen. Von der Werkbank. Geht sie jetzt noch? Jetzt geht sie nicht mehr. Irgendjemand hat sie kaputt gemacht. Freunde. Aha, okay, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Jetzt muss ich mal kurz gucken, kriegen wir sie auch wieder heil? Jetzt habe ich sie kaputt gemacht und kann sie nicht mehr benutzen. Aber ich muss sie doch wieder heil machen. Warte mal, da unten ist ein Schiss hier weggegangen. Hier fehlt noch einer, da fehlt noch einer. Und sie geht wieder, ist ja mega crazy. Okay, also Leute, wir werden uns jetzt auf jeden Fall erst einmal was zu snacken mitnehmen, denn wir haben noch einen weiten Weg vor uns heute. Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Sandwich mit Erdbeeren. Oh, da ist mein Wassermeerschweinchen. Hallo, ich habe mir ein paar Brote gemacht. Willst du auch eins essen? Guck mal, Pflaume oder Erdbeer. Einige von euch haben gesagt, easy, du hast jemand eine Zwiebel gegeben, aber der darf gar keine Zwiebeln essen. Weiß ich doch nicht, was mein Meerschweinchen essen darf. Das sucht sich sein Essen selber. Willst du ein bisschen rausgehen? Kannst hier ein bisschen Futter draußen suchen, okay? Alles klar, ich lasse dich mal. Genau, du kannst dann, machst du so. Ansonsten sind hier auch ganz viele Sachen in der Box drin, da kannst du dich dran bedienen. Alright, Leute, also, ich war einige Tage nicht da. Und zwar war ich ein bisschen unterwegs im Urlaub. Ja, auch ich muss mal Urlaub machen und ich muss sagen, es war mega schön, aber Leute, ich freue mich auch ultra wieder da zu sein. Ich habe das so vermisst, Videos zu machen, das könnt ihr euch gar nicht. Also es ist wirklich mega krass, ich habe das so vermisst. Ich konnte da gar nicht irgendwie aufhören dran zu denken, einfach Videos zu machen und mit euch irgendwie zusammen sein mit der Community. Ich habe auch ganz viele Fragen von euch beantwortet, zwischendurch mit euch geschrieben und so, weil ich euch so vermisst habe. Och, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin so froh, einfach wieder hier zu sein. Ja, Freunde, ich war auch ein bisschen fleißig. Ich habe heute Morgen nämlich schon hier vorne in unserem Wald, haben einige von euch schon geschrieben, easy, jetzt mach mal hin, die anderen sind schon so weit. Ja, ihr habt ja recht. Ich habe den Tempel weitergebaut. Wir sollten nämlich laut unserem Questbook einen asiatischen Tempel bauen. Da steht's ja, genau. Errichte einen asiatischen Tempel und Leute, es ist soweit. Aber wir fangen mal am besten von vorne an, denn ich habe hier in dem asiatischen Wald noch ein paar andere Kleinigkeiten gebaut. Und zwar haben wir einen kleinen See und in der Mitte des Sees steht nochmal so ein kleiner Baum. Da sind so Laternen dran und da ist so ein, ich weiß ehrlich gesagt, das heißt Mendun oder so das Ding. Das musste schon so eine Art Beetstein oder so sein. Keine Ahnung. Sieht einfach hübsch aus. Deswegen habe ich ihn da hingestellt. Ansonsten können wir jetzt hier den Weg entlang gehen und da kommt ein kleines Pferd. Das habe ich mal in den Bach gestellt. Nein, das ist freiwillig. Das muss auch baden. Ich rieche schon. Du miefst genauso wie mein Wassermeerschweinchen.
Genau, Leute. Also, und das ist jetzt der vollendete Tempel. So sieht das Ganze aus. Ich wünschte, ich könnte euch das mal von ein bisschen weiter weg zeigen. Wartet mal, können wir hier vielleicht auf die Bäume gehen? So, zack, einmal hier rüber. Wir haben ja ein bisschen Jump-Run-Skills. Oh mein Gott, ich musste gerade schon überlegen, wie das heißt, weil ich so lange einfach kein Minecraft gespielt habe. Jetzt bestimmt eine Woche fast. Genau, und so sieht das Ganze dann von oben aus. Vielleicht auch von hier vorne. Genau, da hat man einen wunderschönen Blick auf den Tempel. Hier, so sieht's aus. Schick, oder? Genau. Also, wir gehen da nochmal rein. Und zwar habe ich euch ja gesagt, in diesem Tempel werden ein paar Fanarts reinkommen. Und das passiert auch auf jeden Fall, Freunde. Ich habe hier schon mal ein paar Online-Picture-Frames, also ein paar Bilderrahmen aufgehängt, damit da halt die Fanarts rein können. Habe jetzt aber noch keine rausgesucht. Das machen wir dann, denke ich mal, in den nächsten Folgen irgendwie, dass wir das jetzt noch aufhängen und sowas. Und genau, der Tempel hat auch eine zweite Etage. Das ist diese hier. Auch hier passen nochmal Fanarts rein. Und hier hatte ich vor, einen kleinen Balkon zu bauen. Also irgendwie, ja, einen Sitz, ein bisschen Wasser oder so, habe ich mir gedacht, kann hier noch hin, vielleicht ein Kessel oder so, wo man die Füße... Kennt ihr diese asiatischen Läden, die, das muss nicht mal asiatisch sein, das kann einfach so eine Läden sein und da setzt man sich auf so einen Stuhl hin und dann kann man die Füße einfach in so ein Wasserbecken halten und in diesem Wasserbecken schwimmen ganz viele winzig kleine Fische und genau sowas mache ich hier, glaube ich. Ich werde dann so ein kleines Wasserbecken machen, da kann ich mich dann so hinsetzen, die Füße ins Wasser halten und dann knabbern mir die Füße, die Fische nehme ich die Füße ab oder sowas, keine Ahnung, ich war da noch nie drin, aber ich finde es einfach mega funny irgendwie. Ich würde da auch nicht unbedingt reingehen, ich hatte schon ein bisschen Angst, um echt meine Füße da einfach in so ein kleines Piranha-Haifischbecken zu stecken. Aber da wird schon nichts passieren. Genau, da haben wir hier oben noch einen kleinen Dachboden. Auch hier können noch Online-Bilderrahmen mit rein, wo dann eure Fanarts mit rein können. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, Leute, das war es erstmal mit dem Tempel. Deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt hier unseren Tempel auch schon mal fertiggestellt. Können die Quest Richte einen asiatischen Tempel abbauen. Ja, Freunde, und einige haben mich gefragt, Easy, es ist ja nun so, dass du in deinem letzten Video gezeigt hast, dass du da eine fliegende, und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das betiteln soll, weil ich habe immer noch keinen Namen dafür. Ihr habt mir mega viele Sachen in die Kommentare geschrieben. Danke, 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 danke dafür. So viele Vorschläge habe ich bekommen, wie wir dieses Wesen nennen können, aber, ach, ich weiß es noch nicht so genau. Schweinehuhn, Kuh, Kuhhuhn, Schwein, Muschwein, Nu oder irgendwelche Sachen habt ihr mir da reingeschrieben. Keine Ahnung. Ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal genau an und wir überlegen uns dann nochmal gemeinsam einen Namen. Wisst ihr was? Ihr könnt darüber mal abstimmen. Genau. Ich werde da jetzt mal eine Abstimmung machen und die heißesten Namen oben reinschreiben. Jetzt hier oben in der Infokarte. Da könnt ihr abstimmen, wie wir dieses Wesen nennen können, was denn nachher dort im Dorf zu sehen ist. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt in der letzten Folge, dann checkt auf jeden Fall nochmal die letzte Folge ab. Auch das findet ihr oben in der Infokarte. So, Freunde, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Da vorne sehe ich noch den wunderschönen Turm, deswegen ist da vorne auch das Dorf. Und ihr habt mich gefragt, sag mal, Easy, warum war jetzt eigentlich dieses Wesen, was du da gebaut hast, da, aber in den Folgen von den anderen war es nicht da? Und dann waren die Sachen von den anderen in deiner Folge nicht da und alles war mega verwirrt. Freunde, es lag einfach daran, dass ich nicht da war und dementsprechend ein, zwei Folgen vorproduzieren musste. Und da hatten die anderen ihre Sachen halt noch nicht gebaut. Ich weiß nicht, wann genau die gebaut haben. Okay, die geht. Das ist eine echte Werkbank. Diese Werkbank funktioniert. Genau, also ich weiß nicht genau, wann die anderen die Sachen gebaut haben, aber das muss dann irgendwie gewesen sein, nachdem ich das Ding, genau, ich habe das nämlich dann nochmal abgebaut, extra, also ich habe es mit der Spitzhacke, kann man das einzeln, also in Teilen abbauen und dann wieder hinsetzen, ist nicht so schwierig, also ich musste nicht alles nochmal komplett nachbauen, halt nur die Teile und dann wieder zusammensetzen, alles cool, damit es halt nicht gespoilert wird, wisst ihr, ne, damit die anderen das nicht schon zeigen und ich baue das dann erst später oder so, deswegen, das fand ich irgendwie nicht so schön. Genau, also, oh Gott, das habe ich ja gar nicht gesehen gerade. Wie crazy, ich war gerade so am Talken, ich habe überhaupt gar nichts registriert von dem, was hier gerade passiert ist. Hier scheint ein Vergnügungspark zu sein. Und das da? Ein Shop? Oh, lässt mich raten, wer was gebaut hat. Ich denke mal, das hier wird der Roman gebaut haben, diesen Shop. Das sieht so wie so ein typischer Roman-Bunker sieht das Ganze aus. Da mit so einem grünen Boden. Und ich glaube, an der Stelle wollte er auch bauen. Und dann haben wir hier einen Vergnügungspark. Und da sieht doch sehr nach dem Lars aus. Wisst ihr was? Wir machen uns jetzt mal hier so, zack, ein bisschen klein. Und dann gehen wir mal in den Vergnügungspark. Das wird bestimmt cool. Ich bin gespannt, was Lars da so gemacht hat. Hi. Verkaufen Sie Fahrkarten? Ich hätte gerne eine Fahrkarte zum Mond, bitte. Dankeschön. Ja, es geht auf zum Mond, Ladies and Gentlemen. Okay, also wir haben hier ein kleines Riesenrad. Kann man da reingehen in das Riesenrad? Das wäre cool, wenn man... Da ist doch eigentlich genug Platz. Wieso hat Lars es nicht so gebaut, dass man da reingehen kann? Ich würde gerne in dieses runde Ding da. Da kann man doch eigentlich... Ich werde mal mit dem Lars sprechen, dass der vielleicht so einen Aufzug oder sowas baut von hier aus, dass man da irgendwie reingehen kann oder sowas. Das wäre mega cool. Genau, dann haben wir hier scheinbar noch... Ist das ein Knopf? Oder... Warte mal, komm ich hier irgendwo hoch?
Ich würde da gerne rein. Aber ich will es nicht kaputt machen. Ich würde da so gerne rein, aber ich darf das nicht kaputt machen, Freunde. Ich will daran nichts bauen oder so. Da hat man bestimmt mega einen coolen Ausblick von da oben, wenn man in dieser Kugel ist. Aber das können wir, glaube ich, nicht machen. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine, ja, was ist das hier? Eine Achterbahn, ne? Eine ganz normale Achterbahn. Und hier haben wir noch ein paar Verkaufsstände. Und was ist das hier? Eine Wasserrutsche. Yeah, nice. Die ist ein bisschen langsam. Aber auch cool. Sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier da hin durfte zum Mond und so. Dankeschön. Genau. Alright, was haben wir da vorne? Da hat Roman das hier scheinbar gebaut. Hier ist eine Tür und hier haben wir ein paar, ja, weiß ich nicht, was das ist. Keine Ahnung, Verkaufsstände? Soll das hier sowas wie ein Klamottenladen sein oder sowas? Ich muss Roman mal fragen, was es sein soll. Freunde, wir werden auf jeden Fall jetzt mal hochschauen und zwar, zack, können wir hier nach oben klettern oder nach oben schwimmen, besser gesagt, weil man klettert ja nicht hier irgendwie einen Wasserfall hoch, sondern man schwimmt den Wasserfall nach oben. Obwohl es, glaube ich, ziemlich schwierig ist, im Real Life einen Wasserfall hochzuschwimmen. Aber hey, in Minecraft ist es alles ein bisschen leichter. Und wir gucken mal, ob es sich vielleicht schon ein Verkäufer gefunden hat. Ja, hi! Wer sind Sie denn? Schön, dass Sie da sind. Sie haben meine Anzeige offenbar gesehen. Ich habe nämlich nach einem Verkäufer gesucht und, ja, gut auf jeden Fall, dass Sie hier sind. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich dafür haben? Ich habe ja gesagt, ich kann Ihnen leider kein Geld zahlen und so. Nehmen Sie auch Sandwiches? Kann ich Ihnen Pflaumenmarmelade bezahlen? Das ist doch eine gute Idee. Wissen Sie was? Hier haben Sie ein Sandwich. Ist das in Ordnung für Sie? Das ist da irgendwie gerade rumgebackt, aber ich glaube, jetzt hat er es genommen. Keine Ahnung. Was darf es sein? James, ich bin kein Käufer. Ich bin hier die Besitzerin, weißt du? Möchtest du ein paar Erzeugnisse von der Farm? Nein, danke. Ich möchte nichts von meiner eigenen Farbe. Aber weißt du was? Ich bringe dir auf jeden Fall bald mal ein paar Sachen vorbei, die du dann hier verkaufen kannst, damit die Jungs nämlich hier einkaufen können. Und wir werden ganz viele coole vegane Sachen und sowas hier verkaufen. Darauf freue ich mich richtig. Und dann haben die nämlich auch mal was richtig Leckeres zu snacken. Ja, Freunde, also. Gut, James, mach's gut. Ich bin jetzt erstmal hier. Zack, wieder weg. Ich weiß, ich sehe jetzt gerade ein bisschen groß aus, aber das ist schon in Ordnung. Und wie cool das aussieht. Dieses Wesen meine ich. Wie sieht das aus? Wie ein Kuhschwein, Huhn oder eine Schweinehuhn, Kuh? Keine Ahnung, Freunde. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall abgestimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war's mit dem heutigen Part von Minecraft Mini. Die Quest, ob wir jetzt hier die, wo haben wir es denn? Ein Richter, einen Shop in Mini und stelle einen Arbeiter ein, haben wir jetzt aus meiner Sicht noch gar nicht so hundertprozentig beendet, weil der Arbeiter muss ja auch was verkaufen. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal gucken, ob wir ihm irgendwas zum Verkaufen geben können. Ansonsten hoffe ich, das heutige Video hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten. Bis dahin wünsche ich euch alle noch einen fantastischen Tag und hasta la pasta!